Maman, durch dich bin ich Jude. Dir habe ich den ganzen Schlamassel zu verdanken. Für dich war dein Judentum selbstverständlich. Du hast es intensiv gelebt, ohne besonders religiös gewesen zu sein. Und ich würde dich gern fragen. Heute bin ich 75 Jahre alt und weiß immer noch nicht, was das ist, mein Judentum. Wie kann ich mich jüdisch fühlen, ohne im geringsten jüdisch zu leben? Endlich will ich versuchen, es herauszufinden. 1933 sind meine Eltern aus Berlin vor den Nazis geflohen. Zunächst nach Paris, wo 3 Jahre später mein Bruder Gabi geboren wurde. Nach dem deutschen Einmarsch floh die kleine Familie nach Moissac in Südfrankreich in die sogenannte freie Zone. Doch auch dort war es für Juden bald nicht mehr sicher. Meine Eltern mussten sich in den Wäldern versteckt halten, während Gabi von einer französischen Familie aufgenommen und mit falschen Papieren ausgestattet wurde. Die Lassances haben am Ende dieser Straße gewohnt. Ich weiß nicht mehr, welche das war. Ich weiß es nicht mehr. Zuerst dachte ich hier, aber ich erinnere mich einfach nicht mehr daran. Es gab einen Moment gegen Ende des Krieges, als die Wehrmacht hier noch stationiert war. Da habe ich denen ein Foto gezeigt, das ich stibitzt hatte. Ein Foto von wem? Von Camille, der Tochter der Lassances. Sie war damals 20 und ich habe es den Soldaten angeboten im Austausch für Zigaretten. Und ich habe sie auf Deutsch angesprochen. Und sie haben natürlich gleich gefragt, warum kannst du Deutsch? Du hast damals Deutsch gesprochen? Ja, Deutsch war meine Muttersprache. Dann habe ich ihnen was vorgeflunkert. Ja, ich hatte ein deutsches Kindermädchen, die hat mir Deutsch beigebracht. Das zeigt, wie wenig ich mir der Gefahr bewusst war. Als jüdischer Junge, der unter falschem Namen lebte, mit den deutschen Soldaten zu sprechen. Ich kann es mir heute nur so erklären. Ich fühlte mich hier in Sicherheit, als sei ich überhaupt nicht in Gefahr. Nach der Landung der Alliierten in der Normandie nutzten meine Eltern ihre wiedergefundene Lebensfreude, um ein zweites Kind zu zeugen, ein Symbol ihrer neuen Hoffnung. Ich bin am 4. April 1945 in Montauban geboren. Ja, Gabi, 2 Geschenke zu deinem 9. Geburtstag, die Freiheit und ein kleiner Bruder. Wenn ich an das berühmte Foto des kleinen Jungen denke, der mit erhobenen Armen aus dem Warschauer Ghetto kommt, dann sage ich mir, das hätte ich gewesen sein können oder du. Das sitzt so tief, dass ich nicht einfach sagen kann, vorbei ist vorbei. Ja, natürlich. Das kann ich nicht bestreiten. Aber in letzter Zeit wehre ich mich immer heftiger gegen dieses Identitätsgehabe. Es sind die anderen, die einem die Identität formen. Und ich will mich einfach nicht einsperren lassen in einer Identität, die die anderen aus mir machen wollen. Ganz besonders nicht die Antisemiten. Dein Vater hat immer gesagt, ich habe Deutschland verlassen als Mann der Linken und ich bin als Jude zurückgekehrt. Es ist der Krieg dazwischen gekommen, aber er hat sich bis dahin nur als Mann der Linken bezeichnet, sonst nichts. Okay, aber der Krieg hat das verändert. Der Krieg hat ihn als Jude zurückkehren lassen. Es ist schwierig, das zu sagen. Und es darf auch nicht als Desolidarisierung mit den Opfern verstanden werden. Denn das will ich auf keinen Fall. Aber ich sehe nicht ein, warum ich, was mein tiefstes selbst angeht, überhaupt keine Wahl haben darf. So wie bei anderen Dingen. Ich bin kein Trotzkist mehr. Gut, du bist kein Trotzkist mehr. Aus und vorbei. Ich kann entscheiden, dass ich es nicht mehr sein will. Mit dem einzigen Unterschied, Gabi.
Wenn du sagst, du bist kein Trotzkist mehr, wird niemand behaupten, du seist Trotzkist. Wenn du sagst, du bist nicht mehr libertär, wird auch niemand sagen, doch, du bist es. Wenn du jüdisch bist, auch wenn du sagst, du bist es nicht, wird man dir sagen, du bist Jude. Ja, aber bringt uns das nicht zum Nachdenken? Aber ja, ich bin Jude, alle sind sich einig. Ich sage nein, ihr nervt mich, ich bin kein Jude, das ist alles. Gut, du bist kein Jude. Und die Leute sagen, das interessiert uns nicht die Bohne. Dann ist es eben so. Ich definiere mich nicht. Und das ist übrigens der große Unterschied. Als ich Trotzkist war, war ich es, der entschieden hat, Trotzkist zu sein und Unsinn zu erzählen. Das Einzige, das man mir unterjubeln will, obwohl ich überhaupt nichts dafür kann, ist Jude zu sein. Mit 17 wurde ich vollweise. Mein Bruder und seine Frau nahmen mich in ihrer Familie auf. Seitdem lebten mein Bruder und ich in politischer Symbiose. Ich konnte immer von seiner intellektuellen Erfahrung profitieren. Ich verdanke ihm vieles. Aber an diesem Punkt, Gabi, bin ich nicht einverstanden. Wir sind Juden, auch wenn ich nicht genau erklären kann, was es für mich bedeutet. Le mouvement du 22 mars, Nanterre, dirigé par l'anarchiste allemand, et juif. Et si ça prend pour Karl Marx, Gaulle, Mendit, le piano. Zehntausende solidarisierten sich 1968 mit mir, dem ausgewiesenen deutschen Juden. Der Generalsekretär der Kommunistischen Partei hatte mich in einem Leitartikel mit antisemitischem Unterton als deutschen Provokateur diffamiert. Ich war gerührt von dieser Demonstration, aber auch überrascht. Ich wurde, um mit Sartre zu sprechen, von den anderen zum Juden gemacht. Denn ich war damals überzeugt, dass mein Judentum für meine politische Identität keine Rolle spielt. So viel zu meinen eigenen Erinnerungen. Eine alte Freundin aus der bewegten Zeit von 68, die jiddische Sängerin Talila, erinnert sich an einen Danny, der sich seines Jüdischseins sehr wohl bewusst war. Der weiß schon was, ich weiß. Ein jiddischer Mann, es gibt nicht besser in der Welt. Die Zeit, an die du dich zu erinnern glaubst. Du meinst an dich? Ja. An dich erinnere ich mich sehr gut, auch wenn ich ein bisschen beleidigt bin, dass du dich nicht an mich erinnerst. Aber so ist es eben, man muss lernen zu leiden. Wir haben viel diskutiert. Das Thema, ich erinnere mich nicht mehr genau, außer dass du mir von deiner Mutter erzählt hast, die damals bereits verstorben war. Was mich an dir interessiert hat, abgesehen natürlich von deiner Persönlichkeit. Alles ist gut. Du warst jüdisch, so wie ich. Ich war noch stark von der Familie geprägt. Also suchte ich zunächst die Nähe von meinesgleichen. Ich fürchtete mich noch ein wenig vor dem Fremden. Ich habe dir erzählt, dass ich jiddisch singe, dass ich in der zionistischen Jugendbewegung war. Wir haben über all diese jüdischen Dinge gesprochen. Wenn ich an die Zeit in Nanterre denke, kam mir bisher nie in den Sinn, an die Begegnung mit Talila und die Gespräche über unsere jüdischen Familien zu denken. Weil wir sehr unterschiedlich sind, Dani. Ja, aber ich habe es damals gemacht und verschwitzt, dass ich es gemacht habe. Du hast es vergessen. Vergessen oder verdrängt? Wenn du auf Jiddisch singst, ist das eine Möglichkeit für dich, diese Familienbindung wieder aufzunehmen? Auf diese Weise kann ich eine Verbindung herstellen, die abgebrochen war, und eine verschwundene Welt wiederfinden. Ich meine nicht meine Eltern, sondern die, die dort geblieben sind. Das ist etwas, das mich während meiner Kindheit traumatisiert hat. Ich denke oft über das Verhalten meiner Eltern nach.
Die Frauen, meine Mutter, ihre Schwester, ihre Freundinnen, wenn sie zusammen waren, sind sie ständig vom Lachen ins Weinen gefallen. Ständig. Eben noch haben sie schallend gelacht und 5 Minuten später weinten sie. Und wie sie weinten. Ihr Wein war schrecklich. Sie beweinten ihre Toten. Du meinst, wenn du heute auf Jiddisch singst, dann versuchst du etwas wiederzufinden. Um mir selbst zu verzeihen, dass es mich gibt. Für dir zu verzeihen, dass es dich gibt? Aber ja, zu leben, wohingegen die anderen alle tot sind. Das ist es? Ja, daran liegt es wohl. In dem Wind in Sturm. In dem Frost im Keller trag ich meine Schuhe. Mein Bruder will sich vom Judentum emanzipieren, während Talila ihre jüdische Identität zelebriert, um zu überleben. Aber was ist mein Judentum? Israel war nach dem Krieg für meine Mutter, wie für viele Juden, die Antwort auf die Shoah. Eigentlich wollte sie mit uns nach Israel übersiedeln, aber mein Vater lehnte das kategorisch ab. Heute fahre ich dorthin, um Antworten auf meine Fragen zu finden. Was bedeutet es, Jude zu sein? Ist meine jüdische Identität oberflächlich? Und fühle ich mich als Jude in der Diaspora durch Israel vertreten? Die Götter müssen mir gewogen sein, denn sie haben mir den besten Freund geschickt, den man sich in diesem Land nur wünschen kann. Mr. Bronstein, Ofer Bronstein. Auch wenn wir uns schon lange kennen, bin ich immer wieder beeindruckt vom Phänomen Ofer, dem best connected man in the Holy Land. Er besitzt einen französischen, einen israelischen und einen palästinensischen Pass. Er war Berater von Yitzhak Rabin und gleichzeitig von Yassi Arafat und Mahmoud Abbas. Für Ofer gibt es keine Grenzen, weder die ideologischen noch die geografischen. Gott hat die Schnauze voll von der Menschheit. Er ruft den amerikanischen Präsidenten, den russischen Präsidenten und den Premierminister Israels zusammen, um ihnen mitzuteilen, dass in 2 Wochen alles zu Ende ist. Weltuntergang. Aus und vorbei. Zum Schluss sagt er ihnen, nun geht und bereitet eure Völker darauf vor, dass in 2 Wochen alles zu Ende sein wird. Donald Trump gibt also eine Pressekonferenz im Weißen Haus und verkündet, ich habe eine gute und eine schlechte Neuigkeit für euch. Die gute ist, Gott existiert, wie wir Amerikaner es schon immer gewusst haben. Die schlechte ist, in 2 Wochen ist alles vorbei. Putin macht zur gleichen Zeit eine Pressekonferenz im Kreml. Er hat ebenfalls eine gute und eine schlechte Nachricht zu verkünden. Die gute ist, Gott erkennt unser Russland als einen der wichtigsten Repräsentanten der Menschheit an. Die schlechte Nachricht ist, in 2 Wochen wird alles vorbei sein. Netanyahu ruft zur Pressekonferenz nach Jerusalem. Er verkündet, ich komme gerade von einem wichtigen Meeting mit Gott und ich habe 2 sehr gute Nachrichten für euch. Erstens, Gott erkennt uns Juden als das auserwählte Volk an. Und zweitens, es wird keinen palästinensischen Staat geben. Meine emotionale Beziehung zu Israel hat eine lange Geschichte. Mit 16 Jahren, 1962, überquerte ich zum ersten Mal das Mittelmeer mit einem Schiff, wie zu Zeiten des Exodus. Meine Mutter hatte mich überzeugt, ein paar Wochen in einem Kibbutz zu verbringen. Hasorea war von deutschen jüdischen Intellektuellen aufgebaut worden, die sich hier ihren sozialistischen Traum erfüllten. Das Leben war von harter Landarbeit geprägt, und alles Erwirtschaftete gehörte der Gemeinschaft. Ich habe dort eine aufregende Zeit verbracht, auch wenn die politischen Ideen für mich damals nicht im Vordergrund standen. Amram ist genauso alt wie ich. Er ist in Hasorea geboren und lebt immer noch dort. Wir sind entfernte Verwandte. Seine Eltern hatten mich damals in den Kibbutz eingeladen. Dis-moi. Amram. Erinnerst du dich an die Zeit, in der ich zu Besuch war?
Er hat die ganze Zeit à la Bastille gesungen. Man hat mir gesagt, er ist so alt wie du, kümmere dich um ihn, zeig ihm Jerusalem. À la Bastille, on l'aime bien, oh, et pour tiens. Elle est si douce et si gentille. Ich erinnere mich gut, dass du viel Spaß mit dem Mädchen hattest. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich weiß nur noch, dass es sehr schöne Mädchen gab. Nachdem ich hier war, verkörperten die Frauen aus dem Kibbutz den Inbegriff der Schönheit für mich. Wie Paul Newman? Nein, die Schwester von Ari Ben Kanan in Exodus, die Zabra. All dieses Grün, das kommt aus dem Kibbutz. Vorher gab es hier nichts. Nichts. Es gab nicht einen Strauch, keinerlei Vegetation. Was die Menschen hier in Israel erschaffen haben, ist unglaublich. Wir haben gegen 7 arabische Länder gekämpft. In 6 Tagen war die Sache erledigt. Der Verstand der Juden ist sehr effizient. Wir sind sehr erfinderisch. Aber findest du nicht, dass die besetzten Gebiete, also die Sache mit der Besatzung... Willst du eine Traube? Aber das so. Denkst du nicht, dass... Das ist das Haus meiner Eltern. Erinnerst du dich? Not very much. Dani, du warst gerade dabei, die Besatzung anzusprechen. Eine Sekunde. Das ist mein Haus. Das ist deins? Willst du mal reinschauen? Ja, warum nicht? Die Kibbuzim spielen in der heutigen israelischen Gesellschaft keine Rolle mehr. Aber für mich war der Kibbuz mehr als ein sozialistisches Experiment. Nach meinem Aufenthalt in Hasorea hatte ich die Hoffnung, dass eine jüdische Nation Lehren aus der Geschichte ziehen und deswegen gerecht und human sein würde. Der Kibbuz symbolisierte für mich diese Utopie. Er deutete an, dass eine andere Welt möglich war. Bis heute ist Israel ein Sehnsuchtsort und zugleich Zufluchtsort für Juden aus der ganzen Welt. Ich treffe Nomi Bubis, die Tochter des legendären Ignaz Bubis. Ich kenne sie noch aus Frankfurt und erinnere mich dabei an eine frische junge Bankerin. Okay, Nomi, 1-0 für dich. Hier Tel Aviv, wunderschön. Aber ganz ehrlich, das ist ja nicht der Grund, warum du hier unbedingt hin wolltest. Aber es ist gut, so mehr zu setzen. Ist gut. Das ist jetzt mal gebongt, ja? Okay. Ein Gefühl von Freiheit, was ich in Frankfurt nie hatte. Also es fängt an in der jüdischen Schule, die bewacht ist. Und auch wegen meinem Zuhause. Und wir hatten Bodyguards und wir waren alle so behütet wegen Papa. Und mein Name, auch vielleicht eine Art von Anonymität, dass ich auf einmal nur Nomi bin. Das Gefühl, das weiß ich gar nicht, ob ich das jetzt so rational wiedergeben kann, das Gefühl, das ich hier habe, habe ich nirgendwo auf der Welt. Und das hat damit zu tun, stimmt auch mit meiner Geschichte, meine Eltern Shoah-Überlebende. Und es macht irgendwie den einzigen Sinn für mich, hier zu leben, in Israel, als Jüdin. Obwohl ich mich in Deutschland gar nicht so als Jüdin identifiziert habe. Und heute vielleicht auch nicht so, aber ein Teil von etwas Größerem zu sein. In Frankfurt oder überhaupt in Europa, auch in Paris, war ich so ein bisschen mehr am Rande der Gesellschaft. So habe ich mich identifiziert. Und hier war ich auf einmal ein Teil von etwas, wo ich gerne dazugehöre. Und deine Kinder, die sind Israelis?
Die sind hier geboren, die sind Israelis, aber haben auch einen deutschen Pass. Haben die Armee gemacht? Sind noch nicht so groß. Der Ben ist jetzt 17, muss nächstes Jahr in die Armee. Und die Zwillinge sind 15. Hast du Angst? Mhm. Das sind 3 Jahre. Das sind 3 Jahre und er spricht von Kampfeinheit und so, da wird mir schlecht. Ja. Er will. Er will, ja. Er will. Das kommt nicht von zu Hause. Ja, ja. Ja, das ist Gesellschaft, also das kommt bestimmt nicht von mir. Klar habe ich Angst. Fühlst du dich deutsch? Gute Frage. Die Sprache, meine Muttersprache, aber nicht so richtig. Also es hört sich vielleicht ein bisschen brutal an, aber ich mag auch gar nicht irgendwie in so Schubladen gesteckt zu werden. Verstehst du? So ein Stempel zu haben, ich bin Israelin und ich bin Mutter und ich bin dies oder das. Ich bin, wie ich bin. Und ich lebe glücklich in Tel Aviv. Ob mich das jetzt zur Israelin macht, weiß ich nicht. Aber Deutsche bin ich nicht. Ich hoffe, du nimmst es mir nicht übel, aber ich habe noch eine Schublade für dich. Als du mich in dein ökologisch nachhaltiges Café mitnimmst, dein Herzensprojekt, kann ich nicht anders. Das ist die Jecke in dir. Dein Restaurant ist vegan. Ja. Warum? Es ist vegan und wir haben kein Plastik und es ist sustainable. Das ist unsere Philosophie. Warum, für eine bessere Welt. Warum gibt es in Israel praktisch keine Ökobewegung? Können die Juden Ökologie, ist das ein Widerspruch? Ist kein Widerspruch, aber die sind zu sehr beschäftigt mit Sicherheit und anderen Themen. Da fällt Ökologie irgendwie vom Teller. Also kann man sagen, Ökologie ist die einzige Sache, wo die Juden nicht behaupten können, das hätten sie erfunden. Aber vielleicht wird das noch. Werden sie noch finden. Ja. Der schleichende Antisemitismus, den Nomi als Jugendliche bereits spürte und den ihr Vater sein Leben lang bekämpfte, hat in den letzten Jahren in Europa wieder zugenommen. Nicht mehr nur schleichen, sondern in Form von Morden und Attentaten. Nicht zuletzt deshalb sind allein 55.000 Franzosen seit dem Jahre 2000 nach Israel ausgewandert. 2 davon sind Edgar und Audrey. Ich bin Lehrerin. Und ich habe die Arbeit an der französischen Schule eigentlich sehr geliebt, bis sie herausgefunden haben, dass ich jüdisch bin. Ich hatte es nie besonders zur Schau getragen und mein Name klingt eher neutral. Doch auf einmal riefen sie mir nach, sie Jüdin. Von da an verbrachte ich mein Berufsleben mit Beleidigungen und mit Hakenkreuzen, 15 Jahre lang. Dann passierte das Attentat von Toulouse. Das Attentat von Mohamed Merah. Am Morgen danach wollte ich eine Schweigeminute abhalten und meine Schüler verkündeten, wir weigern uns. Er hat unsere palästinensischen Brüder gerecht, diese Art von Äußerungen. Kollegen sagten mir, wir machen das ja auch nicht für die Palästinenser, die jeden Tag in Gaza sterben. Ich fühlte mich angegriffen. Ich war entsetzt. Kinder waren getötet worden. Kinder, die meine eigenen hätten sein können. Da habe ich mir gesagt, stopp. Ich glaube, ich bin hier nicht mehr erwünscht. Ich kann meine Kinder nicht mit diesem Damoklesschwert über ihren Köpfen leben lassen. Warum muss ich, nur weil ich jüdisch bin, meine Kinder einer Gefahr aussetzen? Ich werde ihnen eine Geschichte erzählen. Als wir hier angekommen sind, habe ich meinen Jüngsten in einer Schule hier in Tel Aviv angemeldet. Zum Schulanfang waren wir dort und der Kleine hat total die Panik gekriegt. Ich dachte zuerst, okay, ist normal, er ist 11 Jahre alt, hat eine neue Schule, er spricht kein Hebräisch, er kennt sich noch nicht aus. Aber tatsächlich, warum hat er die Panik bekommen? Weil er seit seiner frühesten Kindheit noch nie eine Schule gesehen hat, die nicht von Polizei oder Militär bewacht wurde. Er sagte zu mir, Papa, hier ist kein Polizist und kein Militär. Ich sagte zu ihm, das ist jetzt vorbei. Die Vielzahl der unterschiedlichen Identitäten, die sich in Israel wiederfinden, überraschen mich immer wieder. Die äthiopischen Juden, die Falaschas, waren vor 3000 Jahren nach dem ägyptischen Exodus nach Äthiopien gewandert. Für mich ist das ein Wunder jüdischer Fantasie, gekleidet in biblische Interpretation. Heute leben mehr als 35.000 Falaschas in Israel. In einer Barackensiedlung am Rande von Jerusalem treffe ich einen ihrer Sprecher.
Um ehrlich zu sein, für mich ist es nicht wirklich wichtig, ob die israelische Regierung mich als Juden anerkennt oder nicht. Ich bin jüdisch. Ich bin stolz darauf, wer ich bin. Ich bin schwarz, ich bin jüdisch, ich bin Israeli. Ich habe schon immer davon geträumt, nach Jerusalem zu kommen. Ein paar Tage, nachdem wir 1984 in Israel angekommen waren, entschied die israelische Regierung, meinen Namen zu ändern. Ich hieß Adino. Das war der Name, den mir meine Mutter gegeben hatte. Auf Amharisch, meiner Muttersprache, bedeutet er gesund. Aber die Behörden sagten, nein, nein, das ist ein afrikanischer Name. Wir müssen dir einen israelischen Namen geben. Du musst werden wie wir. Also gaben sie mir einen sehr amerikanischen, einen Hollywood-Namen. Welchen? Danny. Hey, sehr erfreut, willkommen im Club. Ja. Als wir in Israel angekommen sind, hatten wir nichts. Das Einzige, was wir hatten, war die Hoffnung. Es ist immer noch mein Traum. Ich träume, dass meine Kinder, meine vier israelischen Kinder, eines Tages behandelt werden wie alle anderen Menschen in Israel. Wir haben kein wirtschaftliches Problem. Wir haben auch kein Bildungsproblem. Unser einziges Problem ist, dass wir schwarz sind. Als ich das erste Mal einen Weißen gesehen habe, dachte ich, er wäre krank. Und jetzt, nach 35 Jahren in Israel, denke ich manchmal immer noch, viele Weiße sind krank. Welches Problem haben Sie mit meiner Hautfarbe? Bin ich nicht wunderschön? Für Danny, meinen Namensvetter, ist seine jüdische Identität mit Israel verknüpft. Egal, ob die Mehrheit im Land ihn als Juden sieht oder nicht. Aber wie geht es denjenigen, die nach Israel geflohen sind, aber keine Juden sind? In einem Stadtviertel im Süden von Tel Aviv gibt es eine Schule, in der ausschließlich nicht-jüdische Kinder von Geflüchteten unterrichtet werden. Gesetzlich können sie während der Schulzeit nicht ausgewiesen werden. In den Ferien allerdings droht den Kindern mit ihren Familien die Abschiebung. Ich glaube, sie wollte eine Frage stellen. Sprichst du Französisch? Ja. Du kommst aus dem Kongo? Ja, ich bin mit meiner Mutter gekommen. Meine Brüder und mein Vater und mein Großvater sind im Kongo geblieben. Es gibt dort viel Krieg. Deshalb sind meine Mutter und ich hierher gekommen. Fühlst du dich als Israelin? Nicht besonders. Ich dachte eigentlich, hier wäre mein neues Zuhause und ich könnte glücklich sein. Aber es passiert oft, dass ich auf der Straße angeglotzt werde wie ein Tier. So als ob ich ekelerregend wäre. Ich hasse das. Vor dem Schlafengehen bete ich immer zu Jesus, dass es aufhört. Ich hasse es, wenn die Leute mich so ansehen. Ich wünsche mir, dass jeder so geliebt wird, wie er ist. Auch meine Freunde haben Angst. Ich möchte, dass sie wieder glücklich sein können. Danny würde gerne mit euch sprechen. Seine Eltern kamen aus Deutschland. Während des Zweiten Weltkrieges mussten sie aus ihrer Heimat fliehen. Da seine Eltern Geflüchtete und Juden waren, möchte er verstehen, wie Israel heute mit Geflüchteten umgeht, weil ja sehr viele Juden in Israel selbst als Geflüchtete herkamen. Sie sollten uns eigentlich besser verstehen können, weil sie etwas Ähnliches erlebt haben. Die Kinder verstehen einfach nicht, warum das so ist. Ihnen geht es heute gut.
Sie haben einfach vergessen, was ihre Eltern damals durchgemacht haben. Die Rogosin-Schule mit ihrem guten Geist und Direktor Eli verkörpert das andere, das offene Israel. Ich muss jedoch einsehen, wenn es um Geflüchtete geht, ist die israelische Gesellschaft leider keine Ausnahme. Die Solidarität geht von einer Minderheit aus. Es überwiegen Gleichgültigkeit, Skepsis und Ausgrenzung. Kann es sein, dass mich das in Israel noch mehr stört als in Deutschland oder Frankreich? Vielleicht, weil der jüdische Utopist in mir gehofft hatte, dass es hier anders wäre. Für die Zionisten ist Palästina ihre historische und biblische Heimat. Aber weder die Bibel noch die ersten jüdischen Siedler haben die Demarkationslinie von 1967 voraussehen können. Wir sind auf dem Weg nach Eli, einer der vielen illegalen Siedlungen, die das Westjordanland durchziehen. Wie du siehst, sind die Siedlungen immer durch Checkpoints geschützt und befestigt. Die Erwartung einer Diskussion mit religiösen Fanatikern erfüllt mich nicht gerade mit Vorfreude. Aber Ofer bestand darauf. Er meinte nur, Dani, lass dich überraschen. Lali! Lali, ist das Couscous fertig? Ist ja gut, ich bin da. Wie geht es dir? Alles gut, seid willkommen. Willkommen bei den Siedlern. Das dort ist Eli und das sind palästinensische Dörfer. Essaouira dort und etwas weiter südlich liegt Sinjil in Richtung Jerusalem. Und das da ist Eli, mein kleines Städtchen in den Wolken. Eli, das ist auch Jerusalem, die Rückkehr des Volkes Israel in sein Land, die Rückkehr nach Jerusalem. Wenn man es als ein metageschichtliches Ereignis betrachtet, dann ist dies hier auch Jerusalem. Also es kommt ein kleiner Junge zu seinem Opa und fragt ihn, Opa, wie war das mit Oma im Bett, als ihr noch 20 wart? Der Opa sagt, es war MMS. Und danach, als ihr 30 wart? MMS. Und als ihr 50 wart? MMS. Und wie ist es heute? MMS. Aber was bedeutet denn dieses MMS? Mit 20 bedeutete es morgens, mittags und zur Schlafenszeit. Mit 30 hieß es dann montags, mittwochs und samstags. Mit 50 war es März, Mai, September. Und heute? Jetzt bedeutet es meine schönsten Erinnerungen. Du bist vor 30 Jahren hergekommen. Ja, ich war damals 15. Warum? Pardon, das hört sich so böse an. Nein, nein, kein Problem. Ich bin hierher gekommen, weil... Schau dir die Fische an, die in einem Aquarium leben. Sie haben es eigentlich gemütlich. Ihnen fehlt es an nichts. Das Wasser hat die richtige Temperatur, man gibt ihnen zu essen, so wie es ja für uns koschere Restaurants und Synagogen gibt. Und im Gegensatz dazu, schau dir die Fische im Ozean an. Ich wollte im Ozean leben. Du glaubst, dass hier der Ozean ist? Ja, für mich ist hier der Ozean. Als Jüdin, wenn ich an meine jüdische Identität denke, ist das hier der Ozean. Ich kann hier naturgemäß leben. Es gibt Gefahren im Ozean, das Wasser ist nicht immer gut, aber es ist mein Zuhause. Dort fühle ich mich am wohlsten. Dort kann ich ich selbst sein.
An diesem Ort, wo ich heute lebe, wurde das Buch geschrieben, die Bibel, die mich dazu gebracht hat, nach Israel zu kommen. Ich bin nicht nach Israel ausgewandert, um in einem warmen Land zu leben. Ich bin nach Israel gekommen, weil ich an der Geschichte meines Volkes teilhaben will. Die Geschichte meines Volkes wurde in der Bibel niedergeschrieben und sie geht heute mit dem Staat Israel weiter. Der Ursprung für meine Rückkehr nach Israel ist in diesem Buch zu finden. Und dieses Buch hat hier, an diesem Ort, seine Wurzeln. Aber die Bibel ist ein Märchen. Für dich ist es ein Märchen, für mich nicht. Es ist kein Geschichtsbuch, das Historiker geschrieben haben. Aber für mich ist es meine Lebensquelle. Aus ihr ziehe ich meine Identität. Also bist du aus Religiosität nach Israel ausgewandert, nicht aus zionistischen Gründen? Für mich ist es das Gleiche. Es gibt für mich keinerlei Widerspruch zwischen dem Zionismus und der Religion. Genau genommen mag ich das Wort Religion nicht. Jüdisch sein ist für mich keine Religion, es ist mehr eine Nationalität. Ich widerspreche hier klar deiner Ansicht. Es bedeutet, Teil einer Nation zu sein. Es geht nicht um religiöse Praxis. Der beste Beweis dafür bist du selbst, der nicht mal beschnitten ist. Du weißt ja alles. Ja, also du bist nicht beschnitten, aber trotzdem bist du Jude, ob es dir gefällt oder nicht. So ist es nun einmal. Aber kannst du verstehen, dass der Palästinenser, der dort gegenüber auf dem Hügel wohnt, wenn er sich Eli anschaut, mit all seiner Pracht und Schönheit, klar, er war es ja, der es gebaut hat. Das auch noch. Und dann sagt er sich, die wollen mir meinen Raum nehmen. Sie nehmen mir mein Land weg. Also betrachtet er die Siedlung als etwas, das seiner Identität schadet und Unheil in sein Leben bringt. Kannst du verstehen, dass er so reagiert? Ich kann verstehen, dass manche so reagieren. Die Welt ist nicht perfekt und ich habe keine perfekte Situation anzubieten, in der Sie einen palästinensischen Staat haben und ich einen israelischen. An diese Lösung glaube ich nicht. Es existiert keine perfekte Lösung in diesem Konflikt. Silwan in Ost-Jerusalem. Das palästinensische Viertel ist im Aufruhr, seitdem israelische Archäologen hier die Ruinen der biblischen Davidstadt entdeckt haben. Ich treffe mich mit Omar, den ich aus Berlin kenne und der in Silwan geboren ist. Er ist Architekt und lehrt an der palästinensischen Universität Al-Quds. Das ist das Haus, der übernommen ist. Es war ein palästinensisches Haus und sie haben ein Zimmer gelassen für die Frau. Aha. Und der Rest der Erbe von ihrem Vater war an die Siedler übergeben. Ich merke, dass auf dieser Ebene, auf dieser Gürtel um die Altstadt, wirklich sie versuchen, die Palästinenser zu beschränken und mehr Siedler rein zu platzieren. Die Palästinenser, sie dürfen nicht bauen, aber trotzdem dann bauen sie ohne Genehmigung. Da hat man diese chaotische Form, obwohl als Architekt und Designer, ich finde da eine starke Vitalität da drin, diese Kreativität, wie man sich bastelt und ein Zimmer da stirbt. Und wann bauen die Palästinenser hier, wo es unerlaubt zu bauen? In die jüdischen Feiertage, sie sind die beste Zeiten. Man versteckt die Baustoffe. Man versteckt die Arbeiter auch. Und in die Woche, wo keine Rathausinspektoren sind, baut man alles Mögliche, schließt man die Fenster mit Jalousien, sodass es sieht, als ob es ein altes Haus ist, und arbeitet weiter drin. Obwohl das Schießen und die Kanonen haben aufgehört, aber das Krieg geht immer noch. Aber auf die Planungstische der Municipality und das Rathaus und Planungsdepartement. Kann man Jerusalem teilen? Zwei Hauptstädte von zwei Staaten, der palästinensische Staat und Israel. Wenn man ein bisschen kreativ denkt, ja. Wenn man denkt, dass okay, die arabische Nachbarschaft, dann lassen sie sich selber regieren. Wie in Berlin, wir haben ein paar Rathäuser. Aha. Und dann machen wir ein Council, der alle unterschiedliche Rathäuser koordiniert. Und das war ein Konzept, was
ich auch daran gearbeitet habe, mit israelischen Experten auch. Oma, hast du das Gefühl, dass die Juden unrechtsmäßig hier sind? Nein. Nicht, dass sie Unrecht machen, nur, ja? Unrechtsmäßig erstmal. Guck mal, ich verstehe Geschichte und ich glaube, kann man die nicht zurückdrehen. Und ich weiß, wie es sich entwickelt. Aber ich hätte vielleicht gerne auf die persönliche Ebene, dass die Juden irgendwann es schnappen und sagen, hey Leute, tut uns leid, nach dem Holocaust waren wir so viel unter Druck. Wir haben euch nicht gesehen. Aber jetzt ist Zeit, dass wir etwas zusammenbauen und die Wunde voneinander lecken, wenn du willst. Danke, Omar. Deine letzten Worte sind herzerwärmend. Vielleicht auch, weil man so etwas immer seltener hört. Manchmal darf ich in Israel noch an das Wunder der Versöhnung glauben. Robby, die Israelin, und Bushra, die Palästinenserin, haben beide einen Sohn in diesem Konflikt verloren. Sie sind die Säulen einer israelisch-palästinensischen Gruppe, die es ihnen erlaubt, Trauer und Hass zu überwinden. Unsere Organisation nennt sich The Parent Circle Families Forum. Wir sind 600 Familien, die alle ein Familienmitglied in diesem Konflikt verloren haben. Unser Ziel ist es nicht nur, Umarmungen auszutauschen und das gemeinsame Leid zu teilen. Wir sind überzeugt, dass es ohne Versöhnungsprozess nie zu einem dauerhaften Friedensabkommen kommen kann. Es würde immer nur ein Waffenstillstand sein. Kannst du erzählen, wie du David verloren hast? Am Tag, bevor er getötet wurde, rief er mich an. Sein Einsatzort war ein Checkpoint unten in einem Tal. Er sagte zu mir, wir sind hier ein sehr leichtes Ziel. Ich bekam sofort ein ungutes Gefühl. Wie eine Wahnsinnige habe ich mein Haus geputzt, was nicht sehr typisch für mich ist. Am nächsten Morgen bin ich sehr früh aufgewacht und ins Büro gefahren, als ob ich davonlaufen würde. Dann, um 11 Uhr vormittags, klopfte es an meine Bürotür. Es waren 3 Soldaten. Natürlich wusste ich sofort, warum sie gekommen waren. Sie teilten mir mit, dass ein palästinensischer Scharfschütze David getötet hatte. Das Erste, was ich zu ihnen gesagt haben soll, war, ihr tötet niemanden im Namen meines Kindes. Da hatte ich wohl schon etwas in mir, vielleicht weil ich in Südafrika aufgewachsen bin. Die Arbeit der Wahrheits- und Versöhnungskommission dort hat mich geprägt. Können Sie sie fragen, wie sie zu diesem Projekt kam? Ich war mit meiner Freundin Siham verabredet. Sie schlug vor, einen Kaffee trinken zu gehen. And Sima asked her to come to a certain place to have some coffee. Als wir dort ankamen, habe ich Robby gesehen und wollte sofort wieder weg. Mit einer Israelin wollte ich nichts zu tun haben. Sie wollte gehen, aber ich wollte, dass sie bleibt. Ich redete auf sie ein. Bitte bleiben Sie noch. Ich würde gern über Ihren Sohn sprechen. Aber ich wollte absolut nicht mit ihr reden. Ich habe ihr nur die kalte Schulter gezeigt. Nach einigen Nachfragen zu ihrem Sohn, er wurde nämlich auch durch einen Scharfschützen getötet, habe ich sie schließlich gefragt, ob sie ein Bild von David sehen möchte. Widerstrebend sagte sie ja,
Ich holte das Foto heraus und hielt es so in der Hand. Jetzt wendete sie sich mir zum allerersten Mal zu. Sie schaute auf das Foto und sagte, Haram. Das war der emotionale Durchbruch für Bushra und mich, weil wir uns im Leid der anderen wiedererkennen konnten. Letzten Endes sind wir beide Mütter. Sie sagt, im Grunde ist es kein Krieg der Religionen, sondern ein Krieg um das Land. Ist für euch eine Einstaatenlösung vorstellbar? Ein Staat, in dem Israelis und Palästinenser die gleichen Rechte und Pflichten haben. In einer idealen Welt wäre das wohl die ideale Lösung. Aber dann muss ich an meine jüdische Identität denken. Und dann frage ich mich, was würde passieren, wenn nochmal 20.000 Juden aus Äthiopien kommen würden oder noch 1 Million Juden aus Russland oder Juden aus Argentinien, Venezuela, woher auch immer. Seien wir ehrlich, der Antisemitismus ist nicht verschwunden. Und wenn ich heute nach Europa schaue, dann glaube ich nicht, dass sie nochmal die Türen für so viele Menschen öffnen. Also vielleicht ist das der Grund, warum es dieses Land geben muss. Ich wünschte, es wäre anders. Ich glaube an eine Zwei-Staaten-Lösung. Ich glaube, wir müssen uns scheiden lassen, um vielleicht irgendwann wieder heiraten zu können. Ich weiß es nicht. Akinoam Nini, oder einfach Noah, ist eine israelische Sängerin mit jemenitischen Wurzeln. Sie ist ein Weltstar. Sie sang bei der berühmten Friedenskundgebung 1995, zu deren Ende Yitzhak Rabin ermordet wurde. Dies hat ihr Leben verändert. Sie tritt gemeinsam mit palästinensischen Künstlern auf und verweigert jeden Auftritt in den Siedlungen. Sie bezeichnet sich selbst als Zionistin. Deswegen wird sie sowohl von der israelisch-zionistischen Rechte als auch von der antizionistischen BDS-Bewegung angegriffen. Ja, ich glaube, das jüdische Volk hat das Recht auf Selbstbestimmung im Staate Israel. Ich erkenne aber auch, dass wir auf dem Weg zur Erfüllung dieses Traumes einem anderen Volk großen Schmerz zugefügt haben. Wenn sie so wütend auf uns sind, muss es einen Grund dafür geben. Das heißt nicht, dass ich hier weggehen werde. Ich werde bleiben. Aber ich muss wenigstens versuchen zu verstehen, warum sie so wütend sind, um eine Brücke zu bauen. Warum ist es für zionistische Juden so schwer, die palästinensische Sichtweise zu respektieren? Eines müssen wir uns immer wieder klar machen. Viele Juden leben mit einer vererbten posttraumatischen Paranoia. Sie leben ständig mit dem Gefühl, unerwünscht zu sein. Und dass ein Großteil der Welt uns immer noch umbringen will. Sobald sie die Gelegenheit bekommen, werden die Araber und alle Antisemiten dieser Welt uns zurück ins Meer werfen. Wir landen wieder in Konzentrationslagern. So empfinden es wirklich viele Juden. Deshalb schalten sie auf Verteidigung. Wir müssen uns schützen. Wir müssen Mauern bauen. Wir müssen stark sein. Sie haben Angst vor dem kleinsten Riss in dieser Erzählung. Es muss die absolute Wahrheit sein. Wir sind die Opfer, alle hassen uns. Wir sind die Gerechten. Niemand außer uns will den Frieden. Wir gegen die anderen. Wenn sie auch nur ein wenig nachgeben, boom, dann wird alles zusammenbrechen. Zurück nach Auschwitz. Das ist das Problem. Ist dieser Zustand nicht zu überwinden? Es muss überwunden werden. Das ist einfach keine Art zu leben. Manche Israelis leben, als würden sie versuchen, ein Auto zu fahren und dabei nur in den Rückspiegel schauen. Stell dir vor, du fährst ein Auto vorwärts, blickst aber nur nach hinten. Das funktioniert nicht. Wir müssen nach vorne schauen.
Die Menschen werden das irgendwann einsehen. Es gibt kein Zurück. Es kommt auf das Heute an. Okay, ich habe eine verrückte Frage. Schieß los, ich mag verrückt. Stell dir vor, nach einem deiner Konzerte kommt ein junger Deutscher auf dich zu und fragt, Noah, was ist ein Jude? Was ist ein Jude? Ein junger Deutscher? Ja. Ich würde dieser deutschen Person den Ursprung des hebräischen Wortes Yehudi erklären. Es enthält das Wort Head. Head heißt Echo oder Resonanz. Yehudi ist jemand, der immer nach der tieferen Bedeutung sucht, in Worten, in Sätzen und Ideen. Es ist eine Art des Studierens, das durch Bücher, Sprache und Traditionen weitergegeben wurde. Er ist ein ewig Suchender. Sogar in unserer eigenen Religion suchen wir nach den unterschiedlichsten Philosophien. Wenn du Christ werden möchtest, fragen sie dich nur, glaubst du an Gott und Jesus seinen Gesandten? Okay, du bist Christ. Um Jude zu werden, musst du erst durch die 7 Höllentore gehen. Du musst dich beweisen, du musst lernen und Wissen abrufen. Das ist Yehudi. Yehudi ist jemand, der nach dem tiefen Sinn sucht, im Guten wie im Schlechten. Das ist das, was ich am Judentum mag. Es ist ein tiefer philosophischer Zustand des Seins. Es stimmt schon, in der jüdischen Kultur gibt es eine Tradition der Diskussion, die man als Erbe der jüdischen Religionslehre erklären kann. Vielleicht kommt ja auch meine Manie, mich überall einmischen zu wollen, daher. Meine große Klappe ist also ein kulturelles Erbe dieser Tradition. Ein lustiger Gedanke. Wenn ich jedoch an die real existierende jüdische Orthodoxie denke, vergeht mir der Spaß. Religiöse Orthodoxie, wie alle Orthodoxien, machen mir Angst. Aber ich muss zugeben, die Jugendlichen, die uns durch die große Yeshiva vom Debrak geführt haben, waren nicht unsympathisch. Sie haben wahrlich alles versucht, um aus mir einen richtigen Juden zu machen. Ich spreche ein bisschen Jiddisch. Die hier sind alle für uns. Pizza, Hamburger. Warum fragen Sie überhaupt? Einige Stunden vor dem Schabbat bin ich immer noch im orthodoxen Viertel. Ofer will unbedingt, dass ich Shalevet treffe, die Chefredakteurin eines Modemagazins für religiöse Frauen. Ja, so etwas gibt es auch. Wieso willst du einen Film über das Judentum machen, obwohl du keine Jüdin geheiratet hast und dein Sohn nicht jüdisch ist? Was ist denn überhaupt dein Judentum? Das ist die große Frage. Es stimmt, ich praktiziere nicht, ich gehe nicht in die Synagoge, aber alle Welt sieht mich als Juden. Irgendwie fühle ich mich verbunden. Der Geschichte kann ich mich nicht entziehen. Jüdisch zu sein, ist keine nette Zierde, um Fotos oder Filme zu machen. Warte doch, ich übersetze es dir. Jüdisch zu sein bedeutet eine Verantwortung. Du kannst nicht morgens aufwachen und dir sagen, jetzt bin ich Jude. So einfach geht das nicht. Sie ist sehr provokativ. Être juif, c'est une responsabilité. Tu peux pas te réveiller le matin et te dire, ah, maintenant je suis juif.
Frag sie, ob sie mich exkommunizieren will. Nein, du hast dich selbst exkommuniziert. Besser gesagt, du hast deine Familie exkommuniziert. Ich habe also meine Familie exkommuniziert, indem ich keine Jüdin geheiratet habe. Ja. Du hast dein Judentum abgeschnitten. Sie meint, du hast es abgeschnitten, weil dein Sohn nicht als Jude anerkannt wird. Du bringst mich zum Weinen. Du hast allen Grund dazu. Du fügst auch mir Schmerzen zu. Das ist nicht lustig für mich. Mit jeder Mischehe wie dieser sinken die Chancen für das jüdische Volk zu überleben. Gibt es denn nicht genug attraktive jüdische Frauen? Über tausende Jahre hinweg sind wir Juden durch Unglück und Leid gegangen. Und dann kommst du und machst einfach, was du willst. So geht das nicht, mein Herr. Heutzutage sind es nicht die Pogrome, die das Judentum zerstören, sondern es ist der Egoismus vieler moderner Juden, die nur an sich denken. Wie ist sein Familienname? Cohen Bendit. Cohen? Ja. Cohen, auch das noch? Ja, ich stehe sogar über dir. Und du bist mit einer Goy verheiratet? Das ist eine Katastrophe. Ja, ich bin ein Kohn. Nach der jüdischen Tradition ein Stamm von besonderen Priestern. Ein Kohn ist heilig und sollte besonders rein sein. Diese Reinheit hätte mein Leben bestimmen müssen, auch mein Eheleben. So dürfte ich weder eine Prostituierte noch eine geschiedene Frau heiraten und selbstverständlich keine Nichtjüdin, um das jüdische Volk nicht zu verunreinigen. Ich bin aber der Stimme meines Herzens gefolgt und dies ohne schlechtes Gewissen. Im Gegenteil, das Regelwerk der orthodoxen Juden ist so frauenverachtend, dass ich gern damit gebrochen habe. Genesis, Buch Moses, Kapitel 29. Jakob, auf dem Weg, sich eine Frau zu suchen, verliebt sich in die schöne Rachel. 14 Jahre lang muss sich Jakob bei Laban, Rachels Vater, verdingen, bevor er sie heiraten darf. Da Rachel unfruchtbar ist, werden erstmal Kinder mit ihrer Schwester und zwei Mägden gezeugt, bevor Gott sich Rachels erbarmt und sie endlich fruchtbar werden lässt. Rachel stirbt bei der Geburt ihres zweiten Kindes auf dem Weg nach Ephrat, dem heutigen Bethlehem. Wir sind hier bei der Grabstätte von Rachel, die gleich dort drüben ist. Das Grab ist ein heiliger Ort für Juden, aber auch für Christen und Muslime. Und das Grab befindet sich innerhalb des Stadtgebiets von Bethlehem. Wir sind also gerade eigentlich in Bethlehem. Auf palästinensischem Gebiet. Auf Palästinensergebiet. Aber das Grabmal wurde annektiert und Jerusalem beigefügt. Sie haben Bethlehem an 5 Stellen abgeschnitten, um einen offenen Tunnel anzulegen, der von Jerusalem hierher führt. Wenn eine Frau aus der ultraorthodoxen Gemeinde keine Kinder bekommen kann oder mit 17 noch nicht verheiratet ist, ist das eine Katastrophe. Also kommen sie her, um zu beten. Es sind vor allem Frauen, die hierher kommen. Ja, die Frauen. Damit sie fruchtbar werden und damit sie einen guten Ehemann finden. Es will mir nicht in den Kopf. Juden, Nachfahren der Überlebenden der Ghettos, sperren sich freiwillig ein, errichten Mauern mit Stacheldraht, um ihre Heiligen zu ehren. Es gibt auch eine andere jüdische Stimme, religiös und weltoffen. Nava ist eine Rabbinerin.
Sie gehört einer kleinen Gruppe von Rabbinern an, die sich auch für die Menschenrechte einsetzen. Sie sind liberal. Frauen werden als Rabbinerin als gleichberechtigt anerkannt. Okay. Mein Vater, der die jüdischen Texte und Gebete alle auswendig kannte, pflegte zu sagen, Jude zu sein bedeutet, morgens mit einer Frage aufzuwachen und abends mit einer anderen Frage schlafen zu gehen. Das ist es. Es bedeutet, sich ständig zu hinterfragen. Wir waren gerade bei Rachels Grabstätte. Das ist die Heiligung von Steinen um ein Grab. Hinterfragst du da nicht manchmal deinen jüdischen Humanismus? Natürlich. Welche Fragen stellst du dir dazu vor dem Schlafengehen? Das Bewusstsein der Israelis wird hier gezielt beeinflusst. Von den Siedlern, von den Rechten, vom sogenannten Block des Glaubens. Ich frage mich, wie kann ich der Mehrheit in Israel klar machen, dass dieser Weg kein jüdischer ist? Soll unsere Gesellschaft davon bestimmt sein, die Toten zu verehren? Nein, die Propheten sagen uns, weder die Gebete noch der Tempel sind wichtig. Es kommt auf die Beziehungen zwischen den Menschen an. Es geht darum, eine gerechte Gesellschaft zu erschaffen. Fühlst du dich mit diesem Land verbunden? Ist dies dein Land? Es ist mein Land, so wie es das Land der Palästinenser ist. Wir haben dasselbe Land. Jetzt wirst du politisch. Klar, Abraham. Kenn ich nicht. Abraham, der Patriarch. Schon gut, war nicht ernst gemeint. In der Bibel wird ihm dieses Land von Gott versprochen. Als es einen Streit gab zwischen den Hirten Abrahams und den Hirten von Lot, sagte Abraham zu Lot, wir sind Brüder und wir sollten uns nicht streiten. Es gibt genug Land für jeden von uns. Du darfst es dir aussuchen. Willst du nach rechts gehen, so werde ich nach links gehen. Willst du das linke, so nehme ich das rechte. Es war ein Kompromiss, um ein erträgliches Zusammenleben zu ermöglichen. Verehrte Frau Rabbi oder besser Rabbinerin, es ist kompliziert. Madame. Was ist mit uns beiden? Wir sind nicht religiös. Sind wir nun Juden oder nicht? Natürlich. In welcher Hinsicht? Der Mensch ist eigenständig, okay? Das bedeutet, dass jeder entscheiden kann, was er machen möchte und was nicht. Ich habe mich für meinen Weg entschieden, wie ich mein Judentum praktiziere und meine jüdische Identität ausleben möchte. Ihr müsst euch selbst diese Frage stellen. Morgens und abends. Ja, Nava, diese Frage stelle ich mir. Und nicht nur morgens und abends. Israel kann mich verärgern, zur Verzweiflung bringen. Trotzdem kann ich mich einfach nicht abwenden. Nehmen wir das Beispiel von der Festung Masada. Im Jahre 73 unserer Zeit kämpfen hier einige wenige Juden gegen den Ansturm römischer Legionen. Ich assoziiere spontan den Widerstand von Masada mit dem heroischen Kampf der Aufständischen aus dem Warschauer Ghetto 1943. Juden leisteten Widerstand, obwohl sie wussten, dass sie sterben würden. Die Festung diente lange als Wallfahrtsort, an dem Rekruten des israelischen Militärs vereidigt wurden. Vor symbolträchtiger Kulisse schworen sie, dass Masada, Israel, nie mehr fallen dürfte. Ich bin hin und her gerissen. Ich verstehe, dass Israel fähig sein muss, sich zu verteidigen, um zu überleben. Ich gebe zu, dass ich 1967 die Schlagkraft Israels während des Sechstagekrieges sogar bewundert habe. Erst nachdem die arabischen Streitkräfte zurückgedrängt waren, habe ich meine Kritik an der Militarisierung der israelischen Gesellschaft wieder aufgenommen. Und heute, längst hat sich David in Goliath verwandelt. Die israelische Armee kontrolliert die ganze Region, besetzt einen Teil des Westjordanlandes und beschützt die Besetzung palästinensischer Gebiete. Die Besatzung ist zu einer Falle geworden. Und wieder
widersprechen meine Abendgedanken meinen morgendlichen Überlegungen. Wie komme ich heraus aus diesem Dilemma? Wer könnte meine Fragen zu Israels Sicherheit besser beantworten als ein alter Krieger? Irgendwo im Karmelgebirge, im Schatten uralter Olivenbäume, Danny, will ich von seiner Weisheit profitieren. Hier können wir sitzen. Ja, Chef. Die beste Klimaanlage, die es gibt. Ja. Amiyalon ist in einem Kibbutz geboren. Er war Admiral und Oberbefehlshaber der israelischen Marine sowie 4 Jahre lang Chef des Inlandsgeheimdienstes Shin Bet. Wir kämpfen zwei völlig unterschiedliche Kriege. Den einen Krieg, um unsere Grenzen zu sichern und Israel gegen all unsere Feinde zu verteidigen. Seine Staaten oder Organisationen, die unseren Staat zerstören und ins Meer zurücktreiben wollen. Diesen Krieg haben wir bereits gewonnen. Wir haben einen großen Sieg errungen. Aber jemand hat vergessen, es uns zu sagen. Also kämpfen wir einen zweiten Krieg. Dieser zweite Krieg dient nicht dazu, Israel entlang seiner Grenzen von 1967 zu sichern. Er folgt nicht dem Geiste unserer Unabhängigkeitserklärung. Wir kämpfen, um unsere Grenzen immer weiter nach Osten zu verschieben, um immer mehr Siedlungen zu bauen und all unsere Feinde zu töten. Das ist ein anderer Krieg und es ist kein gerechter Krieg. Ich habe das Gefühl, dass es die Mehrheit der Israelis nicht mehr kümmert, was auf der anderen Seite der Mauer geschieht. Pass auf, ich werde jetzt etwas Schreckliches sagen. Weil wir nicht leiden. Das Leben ist großartig. Solange du nicht an die Palästinenser denkst, ist das Leben großartig. Während der zweiten Intifada haben wir 1300 Israelis verloren. Zivilisten, getötet durch den Terror auf den Straßen. Die Palästinenser haben fast 4000 ihrer Leute verloren. Warum erzähle ich das? Damals gab es eine klare Mehrheit. Fast 80% der Israelis und etwa die gleiche Anzahl der Palästinenser, die eine Zwei-Staaten-Lösung wollte. Warum? Weil wir gelitten haben. Wenn du Palästinenser wärst, würdest du dich für die Gewalt entscheiden? Heute? Selbstverständlich. Als wir gegen das britische Mandat gekämpft haben, war das etwa Diplomatie? Als Palästinenser würdest du zu den Waffen greifen? Ja. Und ich bin überzeugt, dass jeder Israeli, der dir etwas anderes erzählt, lügt. Weil die Freiheit etwas ist, das niemand aufgeben kann. Du musst um sie kämpfen. Natürlich. Bist du Jude? Ich frage dich ernsthaft. Ich bin Jude, aber ich weiß nicht, was es für mich bedeutet. Du weißt also nicht, was es bedeutet. Lass mich dir erzählen, wer wir sind. Wir gehören zu der Gruppe von Leuten, die auf die größte aller Ideen gekommen ist. Dass alle Menschen gleich sind. Alle Juden oder alle Menschen? Nein, 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 alle. Adam und Eva sind von Gott erschaffen worden. Das haben wir erfunden. Darwin behauptet zwar, dass wir falsch liegen, aber Darwin kann uns nicht die ethische Dimension des Gleichseins erklären.
Es geht nicht darum, ob Gott wirklich Eva und Adam erschaffen hat, sondern um die Idee, dass in jedem menschlichen Wesen etwas Einzigartiges, Göttliches steckt. Ich würde dir ja gern glauben, aber es gibt sehr viele Juden, die nicht der Meinung sind, die Palästinenser seien wie sie. Das stimmt, ich weiß. Ich würde sogar sagen, die Mehrheit der Juden in Israel. Ich weiß nicht. Du hast wahrscheinlich recht. Und deshalb bin ich so stolz darauf, in dieser Gesellschaft in der Minderheit zu sein. Denn sie liegen einfach alle falsch. Der moralische Standpunkt des Judentums gibt mir recht. Das jüdische Herrschaftsmodell verteilt die Macht auf drei Säulen. Den König, den Propheten und den Kohanim. Kohen. Das bin ich. Ich bin also dein Boss. Die Propheten, die jüdische Ethik und Moral, die Weisheit einer Minderheit. Wenn nur alle auf Ami Ayalon hören würden. Im Namen der gleichen Propheten, der gleichen Bibel, ermordete ein rechtsextremistischer Siedler den israelischen Ministerpräsident und Friedensnobelpreisträger Yitzhak Rabin. Es war vielleicht das effektivste politische Attentat aller Zeiten. Seitdem ist die israelische Friedenspolitik eine Serie von Fehlversuchen. Der Mörder von Rabin stand dort, 20 Meter entfernt. Er sieht ihn die Treppe hinuntersteigen und geht in seine Richtung. Als er hinter Rabin steht, schießt er ihm zwei Kugeln in den Rücken. Nach der Ermordung von Rabin erkannte ich mein Land nicht mehr. Das war nicht mehr mein Judentum. Was ist dein Judentum? Mein Judentum ist universell. Es bedeutet, Teil einer Minderheit zu sein. Aber einer universellen Minderheit. Es spiegelt sich die ganze Menschheit darin. Deshalb war Israel immer ein Ort der Begegnung für mich. Ich konnte mich entfalten und Menschen treffen, die aus 140 verschiedenen Ländern hierher gekommen waren. Ich bestehe selbst aus vielen Identitäten. Ich bin europäisch und tunesisch durch meinen Vater, ägyptisch durch meine Mutter, palästinensisch durch meine Großeltern, die in Hebron und Jerusalem lebten, nachdem ihre Familien Spanien bereits im Mittelalter verlassen hatten. Meinen Namen habe ich von meiner anderen Großmutter geerbt, die Russin war. Ich bin ein Schmelztiegel, verheiratet mit einer Amerikanerin, deren Eltern aus Weißrussland und der Tschechoslowakei stammten. Irgendwann werden wir mal die DNA meiner Kinder analysieren. Die größtmöglichen Bastarde. Und je bastardischer wir sind, desto glücklicher sind wir. Jüdisch sein bedeutet für mich, ein Bastard zu sein. Heute gibt es in Israel eine sehr gefährliche Symbiose aus Religion und Nationalismus. Wir haben in der Geschichte gesehen, was Religion und Nationalismus zusammen anrichten können. Es führt in den Faschismus. Die extreme Rechte, die Kahane Chai, sind heute noch glücklich, dass sie Rabin ermordet haben. Sollten diese Leute es schaffen, morgen in das israelische Parlament gewählt zu werden, gebe ich meine israelische Nationalität zurück. Sie hätten mir mein Israel genommen, sowie auch mein Judentum. Da könnte ich nicht mehr mitmachen. Alles war voller Menschen. Von hier bis zum Opernhaus waren die Straßen für Autos gesperrt. Wir waren so viele, so vergnügt und glücklich. Familien, Kinder, Jugendliche, Ältere, alle waren da. Der Slogan der Demonstration war: Ja zum Frieden, Nein zur Gewalt. Ich weiß nicht, ob wir Frieden hätten. Ich glaube schon. Doch. Ich höre meine Mutter. Dani, sei nicht so naiv. Wenn du auf die Spur deiner jüdischen Identität kommen willst, wirst du diese in Israel nicht finden. Du verstehst, dass Israel eine Heimat für viele Juden aus aller Welt sein kann, sein muss, aber nicht für dich. Vielleicht bist du so enttäuscht von diesem Land, weil wir alle zu hohe Erwartungen hatten. Wir Juden wurden Opfer des schrecklichsten Verbrechens, aber wir wurden deswegen nicht zu besseren Menschen. Du hast dein Judentum lange geleugnet. Es hat sich dadurch etwas bewahrt, das es nur bei dir haben kann.
in der Art, wie du es lebst oder gerade indem du es nicht lebst. Es entspringt der Geschichte deiner Eltern sowie dem Gedächtnis an diejenigen, die umgebracht wurden, weil sie Juden waren. Deine Gefühle, deine Ängste sind Ausdruck dieser Erbschaft. Und nicht zuletzt dein Engagement für Menschenrechte. Dein Judentum ist eine Idee, ein Anspruch an die Welt, keine gelebte Realität, weder in Israel noch irgendwo anders. Denke an die Worte des großen David Grossmann. Ein Jude ist ein Mensch, der sich nirgends zu Hause fühlt, außer bei seinen Liebsten. Er ist immer bereit, sich zu entwurzeln und zu gehen. Aber wohin? Ray wirft oder Bennett wirft? Ray vors Tor, Ray vors Tor? Ich habe einen 30-jährigen Sohn, Bela. Anders als ich bewegt er sich, wie selbstverständlich, in der jüdischen Gemeinde Frankfurts. Er ist stark engagiert bei dem jüdischen Sportverein Maccabi. Ray, wenn du den Ball kriegst, der Ruben hat es eben gesagt, du bist so schnell, spiel den Dennis an und geh die Linie direkt wieder, okay? Du kannst es, du bist schnell genug, er kann dich wieder anspielen, du kannst aufs Tor schießen. Okay, Alex, wenn du den Ball kriegst, Ruhe, nicht nur blind, sondern schön verteilen nach außen oder auf den Dennis. Klar? Okay, Männer, wir gehen raus, machen uns warm, auf geht's. Für ihn ist es mehr als ein Sportverein. Es ist eine Gemeinschaft, aber nicht nur für Juden. Sehr gut. Alex, alle Abwehrspieler weiter vor, alle weiter vor, ist kein Spieler da. Weiter, weiter, drüben, weiter, weiter, weiter. Bela hat Johanna geheiratet, eine Frankfurterin mit eritreischen Wurzeln. An einem Freitagabend haben sie ihre Familien zum Essen eingeladen. Und ja, ich werde bald Großvater sein. Elio Cohn-Bendit. Für welche Identität wird er sich entscheiden? Eritreisch-katholisch-orthodox? Evangelischer Christ? Atheist? Oder doch Jude? Elio, du hast die Wahl. Shabbat Shalom.